Bei manchen Patienten liegt die Ursache der Hörminderung im Mittelohr. Das heißt, die Schallübertragung vom Trommelfell auf das Innenohr funktioniert nicht richtig. Und dann gibt es Alternativen, zum Beispiel knochenleitende Hörgeräte, die also die Schwingungen, die Informationen über den Knochen ans Innenohr weitergeben, oder Geräte, die diese Schwingungen direkt im Mittelohr über die Gehörknöchelchenkette ans Innenohr übertragen. Implantierbare Hörgeräte, die über diesen Weg der Knochenleitung funktionieren, benötigen ein funktionierendes Innenohr. Das heißt, die Hörschnecke muss noch gut funktionieren. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann muss man über ein Cochlea-Implantat nachdenken. Das Cochlea-Implantat ist eine Innenohrprothese. Dabei wird das Signal von einem Mikrofon aufgenommen und die Information, also Sprache oder Musik, dann verarbeitet und an ein Elektrodenkabel übertragen, das die Signale in der Hörschnecke auf den Hörnerv überträgt und zum Gehirn weiterleitet.